herzlich willkommen hier bei uns in Berlin in Deutschland. Very warm welcome. I hope you feel comfortable and it's good to have you here. Ich möchte ganz herzlich grüßen natürlich, wenn es darum geht, uns zu vernetzen, natürlich die europäische Ebene, die Kommissarin, die Minister und vor allen Dingen auch die Damen und Herren, die mit dieser Thematik auch in den Arbeitsstäben viel zu tun haben. Ich freue mich sehr, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Agrarministerrat heute da sind. Und unabhängig davon, ob man selbst in seinem Land die afrikanische Schweinepest hat oder nicht, wir sitzen in Europa insofern in einem Boot, als dass wir alle ein Interesse daran haben, hier aktiv zu werden und auch denjenigen zu helfen, die damit zu kämpfen haben, dass wir diese Seuche auch bekämpfen können, aber vor allen Dingen besiegen können. Drei Buchstaben sind es, die bei Schweinezüchtern in der ganzen Welt wirklich Sorgen bereiten, sie umtreiben, ASP. Und eine für den Menschen ungefährliche Tierseuche, das erwähne ich in Deutschland auch immer wieder, dass sie ungefährlich ist für den Menschen, aber für die Schweinehalter ist sie existenzgefährdend. Und im schlechtesten Fall bedeutet das nämlich den Verlust aller Tiere. Und die Ausbreitung der ASP, die beschäftigt uns auf europäischer Ebene natürlich und in den einzelnen Nationalstaaten sehr unterschiedlich, sehr intensiv. Und sie ist zu einer realen, globalen Bedrohung geworden. Und ein Virus, das außerordentlich trickreich ist, was die Entwicklung eines Impfstoffs natürlich sehr schwer macht. Wildschweine sind lernfähig. Sie passen sich auch dem Jagddruck an. Und der Mensch ist in jeder Hinsicht auch unberechenbar. Wichtig ist deshalb, dass wir alle eng zusammenarbeiten bei der Prävention im Krisenfall und dass wir auch kein Land hängen lassen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, drei Buchstaben, die können aber auch helfen, mit der Situation umzugehen und Schäden einzudämmen. ASP, A wie Aufmerksamkeit, Attention, S wie Synergie, Synergy und P auch wie Prävention, Prevention. Und ich möchte etwas zum Thema Aufmerksamkeit sagen. Der Faktor Mensch, wir spielen bei der Verbreitung eine sehr große, eine entscheidende Rolle. Wissen ist ein Werkzeug, die Seuche einzudämmen, wenn wir aufmerksam bleiben. Ich will einfach aus deutscher Perspektive etwas sagen. Informationskampagnen spielen bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Und mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett habe ich einiges sehr intensiv besprochen. Das heißt auch mit dem Gesundheitsminister. Weil wir auch aus Ländern Menschen haben, Bürger haben, die bei denen die Schweinepest bereits verbreitet ist, die zu uns kommen, zum Beispiel als Pflegekräfte, die auch im Pflegebereich aktiv sind. Und um zu sensibilisieren, dass das Mitbringen von Wurstwaren zum Beispiel nicht ganz ungefährlich ist. Also die Sensibilisierung ist wichtig. Mit meiner Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer, unserer Verteidigungsministerin, haben wir auch gesprochen. Es geht um die Sensibilisierung, auch wenn wir die Bewegungen auch unserer Bundeswehr anschauen, auch Übungen anschauen, was es heißt, auch auf Hygienemaßnahmen zum Beispiel Wert zu legen. Wir haben viele Flyer-Folder auch aufgelegt in verschiedenen Sprachen, auf den Autobahnen bei uns in Deutschland, auf den Raststätten. Das habe ich mit meinem Verkehrsministerkollegen besprochen. Haben wir zum Beispiel die Mülleimer, in denen nachts zum Beispiel auch Wildschweine wühlen, so umgebaut, dass Wildschweine eben nicht an Essensreste auch drankommen. Über Social Media informieren wir. Also man kann nicht genug informieren, sensibilisieren. Und wenn wir selbst als Fachpolitiker meinen, es kann keiner mehr hören, vielleicht ist es dann, fängt es erst an, überall anzukommen. Zweitens die Synergie. Wir sollten viel Energie in unser aller Zusammenarbeit stecken. Mein parlamentarischer Staatssekretär Uwe Feiler war jüngst erst an der Grenze und ich freue mich auch, meinen polnischen Kollegen heute hier begrüßen zu dürfen, war jüngst, auch wir zwei haben uns ausgetauscht, an der Grenze Brandenburg, also in Deutschland, Richtung Polen, in Polen gewesen, um miteinander uns abzusprechen, uns zu koordinieren. Das ist wichtig. National und international. Auch das Thema Jäger, Verbände, Behörden und Politik, sie müssen zusammenarbeiten. Und wir sind in engem Austausch
Und deshalb will ich auch zur Prävention kommen. Drittens, ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Der Zoll führt in Kooperation mit den Veterinärbehörden verstärkt Kontrollen des Reisegepäcks durch an Flughäfen. Und die Salami als Mitbringsel aus dem Urlaub, die kann schnell dazu führen, dass die ASP weitergetragen wird. Vor allen Dingen dann, wenn wir den Bürgern natürlich richtigerweise sagen, dass die Schweinepest für den Menschen ungefährlich ist. Wir wollen aber nicht, dass unbedacht gehandelt wird. Und dazu gehört es eben auch, dass wir im Ernstfall gewappnet sind. Und so komme ich zum Ende und will erwähnen das Thema Biosicherheit vor und nach einem Ausbruch. Biosicherheit ist das A und auch O. Und wir weisen regelmäßig darauf hin, dass die Biosicherheitsvorgaben der Schweinehaltungshygieneverordnung strikt eingehalten werden müssen. Sie besagt beispielsweise, dass das gesamte landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Gelände eingezäunt sein muss. Wildschweine und andere Tiere, aber auch unbefugte Menschen können es so nicht betreten. Damit sind auch die Ausläufe der Schweineställe geschützt. Besonders wichtig ist es, im Ausbruchsfall durch Biosicherheitsmaßnahmen die Verbreitung zu verhindern. Der Kadaver eines betroffenen Wildschweines kann beispielsweise noch Wochen später, wie Sie wissen, infektiös sein. Was können wir in einem solchen Fall tun? Wichtig ist, dass kontinuierlich das Tiergesundheits- und Jagdrecht geprüft wird und gegebenenfalls auch angepasst wird. Und im Ausbruchsfall sollte beispielsweise der Zugang zu betroffenen Gebieten reglementiert und eingeschränkt werden, wohl wissend, dass das auch dann zu Diskussionen in dem jeweiligen Land auch führt. Vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel Erntezeit wäre. Auch sollte sichergestellt werden, dass das Schwarzwild reduziert wird, um die Tierseuche einzudämmen. Das sollten einige Einblicke sein, wirklich nur punktuell, wie wir in Deutschland uns vorbereiten. Und ich freue mich auch, dass heute eine chinesische Delegation bei uns ist, dass wir in enger Abstimmung, Herr Dr. Rasso, dass wir in enger Abstimmung zum Beispiel auch mit China sind und erläutern nicht nur das Regionalisierungskonzept, sondern auch den Unterschied, Stichwort Wildschweine und Hausschweine, auch wie getrennt sie am Ende auch bei uns gehalten werden. Und es ist auch ein Thema, nicht nur der Landwirtschaftsministerin im Kabinett, sondern auch ein Thema unserer Regierungschefin, der Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel. Und ich glaube, das ist in nahezu jedem Land wichtig. Wenn es solche wirtschaftlichen Folgen hat, wie die Schweinepest haben kann, dann ist es wichtig, eben sich nicht nur auf grüne Wochen zu freuen, wenn es die Landwirtschaft, wenn sie anpackt, sondern dafür zu sorgen, dass wir uns auf die nächsten grünen Wochen aufreuen können. Und deshalb danke ich der Europäischen Kommission, dass sie zu dieser sehr wichtigen Konferenz eingeladen hat. Hier müssen wir Wissen bündeln, uns vernetzen und auch angesichts der Lage zusammenhalten. Es ist gut, dass es die Europäische Union gibt. Herzlichen Dank.